25 Millionen Aufrufe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es geil ist. Man kann das gar nicht mixen. Es sieht echt ein bisschen seltsam aus. Mal. Das hat funktioniert. Hey Lieben, ich bin Sophia. Und ich bin der Daniel. Und wir haben schon ganz viel vorbereitet, weil wir heute 4 TikTok-Rezepte ausprobieren werden, die wir noch nicht ausgetestet haben. Manche davon sind schon ein bisschen älter, manche davon sind brandneu. Und deswegen würde ich sagen, oh mein Gott, jetzt muss ich gerne mein Partner-Outfit an. Und wir haben sogar die gleichen Socken an. Ja, wirklich. Aber nicht dieselbe Länge. Wow. Und zwar werden wir jetzt erstmal mit einem Rezept starten, was, glaube ich, jeder kennt. Und zwar den Zitronenpasta, wollte ich sagen. Und zwar der Zitronenpasta. Der Zitronenpasta? Ja, der Zitronenpasta. Der Pasta. Die Pasta ist es. Die Zitronenpasta. Und zwar mit die Zitronenpasta, das klingt auch doof. Ja, und zwar mit der Zitronenpasta. Ich habe recht. Okay, ja, du hast es vorhin im Satz aber anders gesagt. Okay, scheint das ja alle zu kennen, außer ich wieder, ne? Ja, du kennst das mal wieder nicht. So, ich habe das Rezept natürlich schon mühsam. Nein, Spaß, es war nicht mühsam, weil es hat einfach 25 Millionen Aufrufe, dieses Rezept. Ja, wir schauen uns das jetzt einfach mal zusammen an. Was ist das denn? Parmesan. Sehr viel, aber die kocht irgendwie auch für eine ganze Großfamilie oder so. Was hat die denn für Monster-Zitronen? Wir haben was ist das? Bio-Zitronen. Butter. Also Spaghetti, Zitronen, Butter, ganz viel Salz und Salzwasser. Spaghetti rein, in den Topf. Hä, das sieht voll kacke aus. Warum bitte macht man eine halbe Zitrone noch auf seinen Teller und streut noch Parmesan drüber und isst den drumherum? Das macht gar keinen Sinn. Für den Effekt. Also ich habe auch schon manche Videos gesehen, die haben gesagt, wie man das noch besser machen kann sozusagen, wenn man nur die Zitronenschale abreibt und dann reintut oder wenn man den Parmesan vorher reintut oder noch einen Schuss Sahne oder so. Aber wir machen halt das Originalrezept, was viral gegangen ist. Ich habe echt Hunger. Das ist ja richtig kacke von oh Mann, der. Daniel! Das ärgert mich jetzt schon. Warum machst du diese halbe Zitrone da mit in ihren Teller? Wenn du das bei mir auch machst, rastig aus. Ich mach das auf jeden Fall. So ein Schwachsinn einfach nur. Als erstes bringen wir unser Wasser zum Kochen. Na cool. Voila. Voila, Pise. Und ich schneide die Zitrone. Kannst du die bitte erst abwaschen? Und was auch sehr wichtig ist, dass wir jetzt ganz viel Salz in das Wasser tun. Das ist nämlich extra viel Salz. Ich habe extra nochmal gegoogelt. Warum sollen wir eine extra? Weil Salz geil ist. Und du machst ja kein Salz in die Soße, deswegen musst du das alles vorher ins Wasser machen. Macht alles keinen Sinn, ey. Ich kann übrigens nicht jonglieren, wie man sieht. Oh, und wir müssen unseren, ich weiß, hier ist Grana Padano und Parmesan das gleiche, weil es gibt, glaube ich, nur noch diesen hier. Ey, kommentiert jetzt mal ernsthaft, kommentiert mal. Ist das völliger Schwachsinn oder ist das völliger Schwachsinn? Ich habe unser Sieb wiedergefunden. Wow! Aber wir müssen jetzt erstmal noch die Reibe finden. Ihr könnt ja schon mal kommentieren, was ihr glaubt, was wir noch kochen werden hier. Muss man den nicht ganz fein machen? Zeig mal an der Seite. Hier ist voll Stau. Egal. Und ich stehe hier dekorativ. Juhu! Super, Sophia, du schaffst das! Ja, Mann! Vollgas! Und auf den letzten! Für jeden Topf gibt es einen Deckel, ne? Nicht vergessen. Für all die Singles unter euch. Mach mal irgendwas Sinnvolles. Wir haben jetzt hier keine Spaghetti genommen, sondern Tagliatelle, weil da so ein süßes kleines Ehepaar drauf sind. Und Daniel und ich sind später auch so ein süßes Ehepaar. Lass mich in Ruhe. Guck mal, setzt du dann auch so eine Mütze auf? Nein, stopp. Oh, die hat aber noch schöne Zähne für ihr Alter. Oh, das stimmt allerdings. Auch richtig glänzend weiß hier. Das sieht man sogar auf dem Schwarz-Weiß-Bild. Auf jeden Fall haben wir diese hier genommen, weil es gab nur so ganz gelbe Spaghetti und dunkle Spaghetti und die sahen irgendwie italienisch aus. Das dauert mir alles zu lange hier. Freunde, das Wasser kocht. Wir können jetzt so ein paar Nudeln reinmachen. Eins, zwei. Nudeln kommen gleich über. Ich brauche einen Holzlöffel. Ich kann die Temperatur ein bisschen runterdrehen. Aber wir machen doch Expresskochen heute. Auf TikTok geht alles schnell. Wir kümmern uns schon mal um die Butter. So Daniel, wie viel wollen wir da reinhauen? Ja. Halben Block? Nee, also Butter nicht. Ist ja der Geschmacksträger hier. Ich würde schon sagen, dass wir so ein Stück Butter reinhauen. Was ist denn ein Stück? So. Der Timer müsste jeden Moment fertig sein. Ey, nein, nein! Ich habe mir hier schon so eine Nudel rausgekriegt. Warum hängt die da raus, Mann? Damit die abkühlt, damit ich die erst essen kann.
Ich glaube, wir stibitzen uns schon mal ein bisschen Nudelwasser. Da müssen wir nicht den Topf mit dem Nudelwasser stehen lassen, so wie sie das gemacht hat. In Nudelwasser ist ja Stärke drin, deswegen kann man das echt gut für Soßen benutzen. Alexa, stopp! Ah, sie hat auf mich gehört. Ich werde jetzt den Zitronensaft ordentlich ausquetschen. Daniel, geht's dir gut? Hey, schwachsinnig. Es fühlt sich echt falsch an, die Zitronenschalen da reinzuwerfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es geil ist. Also ich schaue, so Zitronenpasta ist geil, aber... Zitronensaft und Butter und Parmesan. Okay, aber... Ich glaube, das reicht schon an Zitronen. Wir machen auch einfach nur zwei Stück rein, glaube ich. Ich weiß nicht, das wäre so. Und dann nehmen wir natürlich auch die Zitronenschalen raus. Ja, riecht schon. Und man soll es auch nicht nachsalzen, das macht gar keinen Sinn. Nee, soll man nicht. Also man soll jetzt das so auf den Teller machen und dann essen. Das. Aber ich möchte bitte auf meinen Teller keine Zitrone. Ach Daniel, was du willst und was nicht, das ist mir so egal. Du kriegst eine fette Zitrone rein. Nein, ich habe ja das Pastawasser vergessen. Das ist nicht alles, weil sonst schwimmt es gleich. Da kann man noch nicht den Parmesan rein. Ich habe hier so viel gemacht. Everybody. Ich kann das damit nicht. So sieht es aus. Es sieht echt ein bisschen seltsam aus mit dieser Zitrone drin. Nein, du hast geschummelt. Wie habe ich denn geschummelt? Ja, weil du das, den Parmesan nicht in die Zitrone... Ja, das macht doch gar keinen Sinn. Ich kann die Zitrone benutzen, um meine Pasta darin... Ist fast so, als würde ich das in so einen Parmesankäse jetzt so rein... Das funktioniert gar nicht, Schatz. Ja, sieht auf jeden Fall nice aus. Ich finde es richtig geil. Also es ist, einfach, ein einfacher Geschmack. Man könnte noch Trüffel reinpacken oder Knoblauch oder so. Das würde mir, glaube ich, noch einen Tick besser gefallen. So. Aber so für so eine easy Pasta, wo man nichts erwartet, schmeckt es echt richtig lecker. Ach, okay. Also man kann es essen, es schmeckt nicht schrecklich, aber es schmeckt halt auch nicht gut. Du magst es nicht? Nein. Was? Nur durch den Parmesan kann man das überhaupt essen. Ist dir das zu sauer? Es ist ja nicht so... Ja. Gut, das schmeckt wie, keine Ahnung, als wäre da irgendwas zu lange im Kühlschrank gewesen. Und wir haben es trotzdem ins Essen gemischt. Also ich finde das lecker. Probiert das einmal. Es ist nicht geil. Ich finde es überhaupt nicht geil. Ich finde das voll die Lebensmittelverschwendung. Und der gute Parmesan, Mann. Hier gehen unsere Meinungen auseinander. Von mir kriegt es einen Daumen hoch. Natürlich, man kann es sehr gut noch abwandeln und vielleicht ein bisschen besser machen, dass der Geschmack besser rauskommt und so weiter. Daumen runter, ganz klar. Ganz, ganz, ganz klar. So, Daniel hat sich das nächste Rezept ausgesucht. Und zwar machen wir jetzt Cheesy Ramen. Cheesy Ramen. Cheesy Ramen. Das Rezept gibt es eigentlich schon ein bisschen länger, beziehungsweise ist schon länger auf TikTok viral gegangen. Aber warum haben wir das noch nicht gemacht? Ich weiß nicht. Ich habe es erst jetzt so richtig gemerkt. Wir haben alle Zutaten dafür. Und zwar haben wir einmal Ramen. Da haben wir einfach die Billo-mäßigste Ramen genommen. Eine, ja. 50 Cent aus dem Penny. Falls es nicht schmeckt. Und zwar brauchen wir nur die Nudeln davon. Es gibt aber auch manche, die nehmen die Gewürze auch, aber ich sehe öfter welche, die nicht die Gewürze benutzen und deswegen machen wir das ohne Gewürze. Ich ziehe hier einfach schon mal rein. Lass mal mit ein paar Gewürzen. Komm, schnick, schnack, schnuck, der Gewinner entscheidet. Schnick, schnack, schnuck. Nein! Wir machen ohne die Gewürze. Du kannst dir die ja später dann rauf machen oder so. Also, ich glaube, mit Gewürzen wäre es halt geiler. Die machen es ohne. Obwohl, ja, okay, dann machen wir halt mit Gewürze. Ist okay. Also, ich habe es auch mit Gewürzen gesehen. Das Ding ist, ein Rezept geht viral und dann machen das alle nach und machen es aber ein bisschen anders. Und dann weiß man gar nicht mehr, was die ursprüngliche virale Variante ist, weil ja alles viral gegangen ist. Aber wir brauchen auch noch diesen Billo-Schmelzkäse. Also, wir haben Billo-Ramen, Billo-Schmelzkäse und Schlagsahne. Und ist das die Billo-Schlagsahne? Ja. Aber das ist nicht Billo. Das ist Sriracha. Also, das Ding ist, normalerweise hat sie normales Sriracha genommen. Aber, wir haben die besser nicht. Wir haben die Kokosnuss-Sriracha. Und das ist scheinbar neu. Die habe ich letztens gefunden mit Coconut. Das ist bestimmt nicht neu. Voll geil. Wir haben die einfach aus dem Asiamarkt und wahrscheinlich gibt sie sonst nirgendwo anders. Warum kommt da denn nichts raus? Oh, auch gut scharf. Mäh. So. Hä, mäh? Wegen scharf, so haha, weißt du? Ach so, so. Hey, der war echt lustig. Das habe ich schon öfter gebracht. Hast du es nicht verstanden? Ich dachte immer, was ist falsch bei dir? Ich habe so Hunger. Meine Zitrone. Ey, kann ich schon irgendwas? Wie viele Scheiben brauchen wir von dem Brotkäse? Daniel, das war doch gerade noch heiß. Ups, I did it again. Ich bin der Boss. Ich drehe das Ganze mal.
Gott. Wusstest du, dass Wasserdampf wärmer wird als kochendes Wasser? Naja, es muss ja schon über 100 Grad sein, ne? Ich glaube, die sind gut, ne? Warum gießen wir die nicht ab? Help, I need somebody, help. Ja, dann mach die das. Ich weiß nicht, das sieht so aus, also wie können wir das so kompliziert wie möglich leer machen hier? Das passiert nur, wenn ich mich an Rezepte halten muss. Rein damit. Das brutzelt aber schön. So, Daniel, schnell, dein Einsatz. Die Was Sahne, du? Die Sahne. Ganz? Nein. Wie viel? Ein Schuss. Ist schon geschmolzen in dieser Verpackung. Irgendwie finde ich diesen Schmelzkäse ein bisschen seltsam, weil das ist einfach pure Chemie. Oh, der beste für Burger. So. Seasoning Oil. Das können wir reinmachen. Das riecht nach Curry, nach leckerem Curry und dann so nach Käsesoße. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, weil Curry, ihr wisst, ist mein zweiter Vorname. Aber Käse nicht. Und Sriracha. Ich habe auch jemanden gesehen, die hat das mit Milch gemacht, anstatt mit Schlagsahne, damit es ein bisschen healthier ist. Und jetzt hauen wir da die Rahmen rein. Aber ich mache da noch ein bisschen Sahne rein, weil das ist mir alles hier ein bisschen zu trocken. Oh yeah, jetzt essen wir das direkt aus der Pfanne. Nein, Spaß, ist zu heiß. Hier haben wir die Cheesy Ramen. Oha. Sind das noch Ramen oder ist das einfach Käse? Krass. Boah, es wird schon langsam fest. Das klebt alles so krank zusammen. Wir müssen uns, glaube ich, echt beeilen. Das wird fest. Okay, die sind echt cheesy. Die sind ja auch cheesy Ramen. Ja, ich weiß. Deshalb sage ich ja, die sind wirklich cheesy. Also ich muss sagen, die sind irgendwie geil. Die sind wirklich geil. Warum schmecken die so gut? Mit diesem komischen Käse da drin. Ich glaube, der Käse macht die geile Konsistenz und so. Aber richtig Geschmackgeber ist die Sriracha Mayo. Und wir haben ja doch ein bisschen dieses Seasoning reingetan. Und wir hatten eine Tom-Yum-Suppe. Und es schmeckt ein bisschen nach Tom-Yum-Suppe. Das ist irgendwie geil. Also macht auf jeden Fall dieses Gewürzpäckchen oder Gewürzöl mit rein. Weil das ist wichtig. Er hatte wieder recht. Gewürze sind immer gut. Also. Aber ich glaube, eine Käsescheibe reicht auch. Wir hätten noch zwei solche Nudeln nehmen können. Das ist echt krass käsig, aber es schmeckt wirklich super. Das ist mal wenigstens ein cooles Rezept. Das und ist das wirklich geht super schnell. Also wirklich, wenn ihr aufs Konto guckt und denkt, ja, 4 Euro, shit. Du musst irgendwas Geiles machen, dann kann man sich das machen. Der schmeckt geil. Also wirklich. Da haben sie sich mal was Gutes ausgedacht. Nice. Und außerdem, großer Pluspunkt, hier ist keine Zitrone in der Nudel. Das können wir ändern, Daniel. Mm. Also gesund ist das Ganze nicht so ganz, aber das erwarten wir jetzt auch nicht von TikTok-Rezepten, ne? Während Daniel die Soße ausleckt, schauen wir uns schon mal das neue Rezept an. Und zwar sind das Crispy Parmesan Potatoes. Und die sind auch relativ neu. Also 18.09. steht hier als Upload-Datum. Und es hat 7 Millionen Aufrufe. Also das Video, wo ich glaube, das ist das Original. Ist. Das ist ja geil. Ja, okay. Das ist die beste. It's cold. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann so auf Parmesan stehe. Ist das echt ein originales Lied so eigentlich? Das ist voll geil. It's cold, it has juice. Also es sieht sehr einfach aus und sehr, sehr geil. Oh, ich glaube, hier in den Kommentaren steht, ja, oh, wirklich, ich liebe das, wenn in den Kommentaren nochmal die Zutaten stehen und vor allen Dingen, wie lange das Ganze in den Ofen muss. Wenn wir uns das Video anschauen, sehen wir hier, dass sie die Kartoffeln unten so aufschneidet. Boah, das ist ganz schön schwer. Ich bin kurz davor immer die, guck mal, man kann dafür gar kein scharfes Messer nehmen, weil sonst schneidet man die Kartoffel ganz durch. Ich glaube, dadurch wird halt das Gewürz... Ich glaube, dadurch werden die Gewürze und das Öl besser aufgenommen, beziehungsweise die Butter, aber... Bats! Bats! Richtige Kochhacks hier. Ich verlinke euch auch mal gern die anderen TikTok-Rezept-Videos hier oben irgendwo. It's Kartoffel. It has the Stärke. Wir lieben sie so sehr. Butter bei Boah, die Fette. Die ist aber echt schon warm. Wir müssen gleich mal den Kühlschrank tun. So, vielleicht sollte ich erstmal die Waage einschalten. It's Daniel. Ja komm, knall jetzt hier durch, du. Ich mach das hier drin und dann packst du drauf. Ja, aber ich gieß doch nicht die Butter erst da drauf. Ich misch das doch hier. Oh, was ist das? Knobi? Das mögen wir. Ein halber Tablespoon. Wir machen einfach gut Glück. Salz. Und Pfeffer. Du machst kein Paprikapulver rein? Also ich habe welche gesehen mit Paprikapulver, aber ich habe auch welche ohne Paprikapulver. Aber Paprikapulver wäre doch richtig geil. Pass auf, ich habe nämlich so Smoked Sweet Paprika. Die hat dann so richtig den Chips-Geschmack. Wenn man Dani hier einmal ein Rezept nachmachen lässt, wird wieder alles umgestellt. Jetzt mach rein. Siehst du, sie will es auch. Sie will es auch. Mach rein das Zeug. Das schmeckt echt lecker. Also ich finde es wunderschön. Und jetzt soll ich das da drauf klatschen? Ja.
Daniel. Das war schon so, als wir hier eingezogen sind. Wie kann das immer nur passieren? Schön, dass sie sich aufsaugen können hier. Also es riecht schon mal sehr gut. Es juckt mir in den Finger, dass ich da nochmal Salz und sowas drüber mache. Nee, nicht nur bei mir so gut. Tschüss. Alexa, stelle einen Timer auf 25 Minuten. Wie sehen die Kartoschkas hier aus? Sie sehen ziemlich gut aus, würde ich sagen. Für mich sehen die noch ein bisschen undurch aus. Wow. Okay, sieht gar nicht so aus wie ein Video. Warte, ich nehme mal noch einen raus. Ey, das kann doch nicht sein, hier aus der Mitte. Vielleicht hätten wir das bei Umluft lassen sollen. Daniel meinte, Umluft ist zu stark. Ja, aber der ist nicht genügend Parmesan. Die hatte bestimmt achtmal so viel Parmesan drin, als sie gesagt hat. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass das nur daran liegt, dass wir den ein bisschen gröber hatten. Nein, weil ja, aber wenn der fein ist, verbindet der sich ja besser und schmilzt besser und so. Hier ist Parmesan, den nehme ich. Jetzt hast du da ist der Parmesan runtergefallen. Warte, ich pack dir das wieder hier drauf. Dann mach doch auf deine. Aber mir ist oben noch ein bisschen Parmesan. Das heißt, ich glaube, Daniel verbrennt sich gerade den Mund. Also wenn ihr das Rezept nachmachen möchtet, nehmt achtmal so viel Parmesan, mehr Salz und mehr Gewürze. Auf jeden Fall noch mehr Salz. Schmeckt halt einfach wie Ofenkartoffeln mit ein bisschen Gewürz. Chipsgewürz. Weil ja. Ich finde, das Paprikagewürz kommt halt sehr stark raus, ist sehr dominant. Vielleicht muss man das auch erst ein bisschen abkühlen lassen oder so, damit da noch so eine Kruste... Wir haben uns wirklich so angestrengt, uns an das Rezept zu halten. Manu! Obwohl wir nicht gut darin sind, uns an Rezepte zu halten. So, wir haben das jetzt optisch nochmal ein bisschen aufgewertet. Mit bisschen Petersilie. Also guck mal. Hätte man jetzt mehr Parmesan, mehr Gewürze und hätte das ineinander gewälzt, sodass es wirklich in diese Rillen reingeht. Also es sieht nicht so aus wie im Video. Es ist auch nicht so krass. Und du hast die Bässe abbekommen. Diese ja. Randstückchen, die gehen. Ist lecker. Aber es ist eigentlich ein basic Kartoffelrezept mit ein bisschen Parmesan. Das ist so. Parmesan macht halt alles lecker. Was willst du machen? Das ist so geschmacksintensiv. Ja. Aber sonst hat es nicht so funktioniert irgendwie. Hier ist die Parmesankruste. Die wollen wir überall machen. Aber ihr merkt, das schmeckt trotzdem lecker. So, Friends, weil wir so fresh und so clean sind, machen wir jetzt direkt das vierte Rezept parallel. Aber ihr seht es erst danach, damit das nicht so ganz durcheinander im Video rüberkommt. Aber wir machen jetzt den asiatischen Gurkensalat. Was ist das noch? Nee, das war so oft auf meiner For You-Page. Hier ist es Chinese Cucumber Salad. Ey, das kenne ich sogar von einem berühmten Koch. So ähnlich kenne ich das von berühmten. Ja, okay, ich habe auch gerade eben ein anderes Rezept gesucht. Wir haben für das andere Rezept die Zutaten gekauft. Da war das ein bisschen anders. Warum machen sie das schon wieder alle so unterschiedlich? Chinesisch. Ich habe das Sesamöl vergessen. Toll. Ich habe lustigerweise bei TikTok irgendwie einen Trick gesehen, wie man Knoblauch schneller von seiner Haut entfernt. Und ich krieg's. Ey, das funktioniert! Und das so breit? Haben wir die gewaschen? Also ich bestimmt nicht. Ich habe die auch nicht gewaschen. Und das waren so Grabbelkistengurken. Die haben schon 1000 Leute angefasst. Mir ist die erste Gurke gerade durchgebrochen. 45 Grad Winkel. Du bist gerade. Aber es hat funktioniert. In so einer Naturtalent. Vor allem, weil die erste darf kaputt ich ging. Ich noch mal ausprobieren? It has the juice, it has the juice. La la la. Ihr wisst ja, Daniel schneidet immer alles gleich groß. Deswegen wird bei ihm das wahrscheinlich... Was sind die Ränder oder schneiden sie erst? Ups, ja, das habe ich vergessen. Also erst 45 Grad Winkel. Mhm. Okay, ich habe laut gemeckert, aber es ist echt gar nicht so einfach, wenn man die Stäbchen dabei festhalten muss. Deine geht ein bisschen weiter auseinander als meine, aber dafür, was ist hier unten denn passiert, hä? Das haben wir gesehen! Aber sieht gut aus, wir machen jetzt noch... Aber die hat sich auch währenddessen gedreht, das ist echt nicht so einfach, komm! Die Gurken sind jetzt fertig geschnitten, aber bevor wir das Dressing machen, habe ich noch ein... kleines Erfrischungsgetränk für uns. Und zwar mache ich hier das MyProtein Clearway, damit wir heute auch auf unser Eiweiß kommen. Denn die ganzen TikTok-Gerichte haben mal wieder kein Eiweiß dabei. Und wie ihr wisst, ist bald Cyber Month und bald auch Black Friday. Und da hat MyProtein natürlich wieder auch sehr, sehr coole Aktionen. Ich halte euch da bei Instagram auf dem Laufenden. Dieses Jahr hat MyProtein das Motto Calm in the Chaos. Also bleibt alle ruhig. Es ist genug für alle da. Denn ab dem 1. November könnt ihr schon richtig groß sparen. Da gibt es nämlich 50% auf fast alles. Mit meinem Code SuperSophia und über meinen Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr darüber bestellt, würdet ihr mich auch unterstützen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Also wenn ihr so ein paar nice Proteinshakes braucht oder auch allgemein Proteinriegel, die wirklich nice schmecken, dann schlagt da auf jeden Fall zu. Ich werde euch über alle Cyber Month Angebote auf meinem Instagram-Account informieren. Können wir schon mal schön hier reinfüllen. Strohhalm. So einfach sind 20 Gramm Protein. Wirklich.
und so lecker. Das ist jetzt das Kiwi in Mojito, das ist mein Favorit, aber es gibt noch mega viele andere Sorten. Und ja, ich würde sagen, Daniel, jetzt wo wir unsere Erfrischung haben, können wir auch mit der Soße weitermachen, oder? Auf jeden Fall. Als erstes Knoblauch. Ich freue mich wirklich, dass wir hier frischen Knoblauch benutzen, weil frischer Knoblauch ist einfach immer noch am besten. So, ich glaube, dass es eine richtig nice Beilage auch ist. Und ich glaube, wir hatten den sogar gestern fast bestellt. Wir waren nämlich gestern in Berlin, das Video kommt noch. Da waren wir bei so einem ganz bekannten taiwanesischen Restaurant. Und da hätte es auch Gurkensalat gegeben. Wir haben den nicht genommen. So, als nächstes Chili. Da mache ich ordentlich was rein, weil Gurken an sich haben ja eigentlich keinen Geschmack. Deswegen müssen wir den Geschmack da schön hinzugeben. Dann braunen Zucker. Jetzt kommt dann noch Sesam rein. Wisst ihr, das prallt einfach alles bisher so an den Gurken ab. Aber wir brauchen natürlich noch ein bisschen Flüssigkeit. Und das ist jetzt Sojasauce. Da mache ich schon ordentlich rein, weil ich habe das Gefühl, sonst wird das nicht. Dann ein bisschen Reisessig. Da kommt nicht so viel rein, weil Essig ist ja immer sehr stark im Geschmack. Und jetzt hat sie eigentlich noch Sesamöl. Aber wie ihr wisst, da habe ich das irgendwie übergangen. Machen wir Olivenöl oder Trüffelöl rein? Trüffel. Lass mal ein bisschen extra sein. Daniel hat alle Rezepte geändert, jetzt mache ich das auch. Bisschen Trüffelöl. Ulala. Piepschen ist gut. Man kann das gar nicht mixen. Machen wir Trick 17. Teller. Es ist alles mega gut vermischt. Soll ich mal direkt probieren? Schon geil. Ich sag heute bei jedem Rezept, ist schon geil. So, weil ich denke mir immer so, irgendwie ob das so schmecken kann, aber es schmeckt echt lecker. Wie kann das so simpel sein und so lecker? Also außer das Vermischen jetzt, ne? Aber mach das mal nach. Ich weiß nicht, ich habe jetzt schon so eine generelle Abneigung, weil warum alles kompliziert machen? Ich habe das Gefühl, so man muss das auf TikTok nicht kompliziert machen. Nein, die Käsenudeln waren krass. Aber ich glaube, das hat auch eine Tradition, dass die Gurken so geschnitten werden. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Kann der Salat den skeptischen Daniel überzeugen? Also er schmeckt nach Sojasauce, das heißt geil. Aber leider habe ich immer noch das Problem, dass mir hier zu wenig Gewürze sind. Vielleicht muss man ihn richtig auffächern. Ja, und noch mehr lassen. Mischen oder so ziehen lassen oder das so. Das wollte ich gerade sagen. Oder einfach über Nacht mal in den Kühlschrank lassen, sodass der wirklich jeden Geschmack aufnimmt. Stell mal vor, man packt da noch so Chiliöl rein, so aus dem Asiamarkt. Oder so durchziehen konnte, anstatt nur Chiliflocken. Ich glaube, das ist auch nice oder könnte gut sein. Aber du magst sie? Ja, aber ich würde sie nie selber machen. So, ich muss noch mal kurz was zu den Gurken sagen. Also im Nachhinein schmeckt mir das schon ziemlich gut. Bin nur ein bisschen skeptisch gewesen. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, welches Rezept euch am besten gefallen hat und ob ihr vielleicht davon schon mal eins ausprobiert habt, weil manche waren ja schon ein bisschen älter oder länger viral. Schreibt doch gerne Rezepte in die Kommentare, die wir ausprobieren sollen, die vielleicht neuer sind oder so. Wir lassen uns das jetzt noch schmecken. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Schaut auch gerne bei Daniels Kanal vorbei. Dort ist heute ein Video aus Paderborn. Paderborn online. Gegangen. Ist auch sehr, sehr nice gewesen. Ist wirklich richtig nice. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Tschüss.